Es ist ein bisschen wie, als würde man ein warmes Snickers-Eis im Mund haben. Hatte ich noch nie, aber so stelle ich es mir vor. Hallo GQ, ich bin Louis Hofmann und das sind meine 10 Essentials. Ich liebe Krawatten, ich liebe es, eine Krawatte zu tragen. Wenn ich ein Hemd anhabe, dann habe ich auch meistens eine Krawatte an. Die habe ich alle irgendwo vintage geshoppt und das ist im Moment meine Lieblingskrawatte. Ich habe irgendwo mal so einen Celine-Look gesehen und hab dann ewig lang gesucht nach einer Krawatte, die irgendwie so ähnlich aussehen könnte. Die habe ich lustigerweise in London gefunden, ist aber von Escada, made in Western Germany. Die hier liebe ich, weil sie 80er Jahre schreit und bin einfach großer Fan von den Mustern. Ich stehe einfach auf diesen etwas punkigen, post-punkigen Look, der hier sich findet seit Januar in London, den ich hier auch viel irgendwie auf der Straße gesehen habe und ja. Deswegen trage ich die. Spiele. Sehr, sehr wichtig. Ein Schachbrett, Spielkarten. Ich habe letztens neu für mich entdeckt das Spiel Cambio, was ich sehr viel mit meinen Freunden spiele. Und Würfel oder hier Yahtzee / Kniffel. Einige gute Partien Kniffel wurden hiermit gespielt. Letztens war ich mit einem Freund im Urlaub und eigentlich alles, was wir nur gemacht haben, war Orangina getrunken, Cappuccino getrunken und Kniffel gespielt. Hat sehr Bock gemacht. Schach. Ich spiele schon länger Schach. Ich bin nicht gut im Schach, aber ich habe sehr viel Spaß an Schach. Als ich umgezogen bin, ist es auch gar nicht so einfach, dann Freunde zu finden, mit denen man auch abends einfach mal ein Gesellschaftsspiel spielen kann. Und das sind manchmal irgendwie für mich die schönsten Freundschaften, wo man einfach so am Tisch sitzt und miteinander redet und was spielt. Wer hat dir Schachspielen beigebracht? Mein Bruder hat mir Schach beigebracht und darüber hinaus auch noch mein Patenonkel. Weiß ich noch, der hat mir irgendwann auch noch ein ganz analog so ein Buch über Schach geschenkt mit verschiedenen historischen Spielen drin, die man dann nachspielen konnte und verschiedene Openings, die man nachspielen konnte. Das habe ich noch. Habe ich es durchgearbeitet? Nein. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch nicht so gut darin. Mein Lieblingshoodie. Das ist ein Pullover von der Marke Ari und den hat mir vor, ich glaube fast 10 Jahren oder so, hat mir den Fahrer bei einem Dreh mal geschenkt. Und zwar habe ich die ganze Zeit davon geredet, dass ich unfassbar gerne so einen Pullover haben wollen würde, weil sowieso sind eigentlich immer die coolsten am Set. Die Lichtleute, die Kameraleute sehen am coolsten aus, sind am coolsten drauf, finden alle cool. Und deswegen wollte ich damals auch unbedingt so einen Pullover haben. Das neue Design aber damals hatte so ein Kreis drumherum und das fand ich nicht so schön. Und dann hat mir ein Fahrer, Stevie, einen von sich zu Hause mitgebracht, der damals schon fast 25 Jahre alt war. Und das heißt, heute ist er fast 35 Jahre alt und ich trage ihn immer noch richtig gerne. Ich erinnere mich noch an eine Situation, weil das ist so der Pullover, den brauche ich richtig zum Drehen. Ohne geht's nicht. Den brauche ich, um morgens ins Auto zu steigen und mich einzumummeln und den brauche ich, um nach dem Drehtag mich wieder darin irgendwie zu verstecken. Und weiß ich noch, dass ich ihn einmal ausgeliehen hatte und ich kurz vorm Dreh stand und alles dafür getan habe, dass ich ihn unbedingt so schnell wie möglich wieder bekomme, damit ich den Dreh mitnehmen kann. Also ein absolutes Essential und ein absolutes Wohlfühl-Essential für mich. Wer mich kennt, der weiß, dass ein Snickers eigentlich immer in meiner Tasche ist. Und ich muss mich, seitdem ich klein bin, glutenfrei ernähren. Ich habe Zöliakie und da war es, früher zumindest war es sehr schwierig, irgendwelche glutenfreien Snacks zu finden. Und Snickers war immer eine solide Bank und außerdem hat mein Papa gesagt, das ist ein Stütz-Snickers. Okay, du hast Hunger? Dann isst doch mal ein Stütz-Snickers. Und das hat mir sehr gut geholfen, das hat sehr gut gestützt. Wichtig und noch besser mit Cappuccino. Es ist ein bisschen wie, als würde man ein warmes Snickers-Eis im Mund haben. Hatte ich noch nie, aber so stelle ich es mir vor. Ich habe früher als Kind unfassbar viel Zucker gegessen und wurde intern in der Familie auch der Süßigkeitenprofessor genannt. Aber naja, gut, wenn ich jetzt ständig einen Snickers dabei habe, bin ich ja vielleicht doch schon eine Naschkatze. Aber ich glaube, ich lasse es mal offen zu eurer Interpretation. Also, warum kam noch? Oh, should be. Is it tasty? It is very tasty. Ich habe ein paar Taschen, ich trage gerne Taschen und diese Tasche ist unfassbar toll. Womöglich einer der treuesten Begleiter der letzten Jahre. Ich habe die bekommen, als ich 18 war, von meinen Eltern einmal zu Weihnachten.
und bin dann damit direkt einen Tag später nach Kuba gereist. Ich würde sie so gerne nachkaufen, aber es gibt die Farben nicht mehr. Es gibt sie nur noch in so klarem Gelb und Lila und Grün und was auch immer. Aber diese Farben finde ich auch einfach wunderschön. Es gibt so eine Tasche, das ist so eine Netzinnentasche und da ist ungefähr mein halbes Leben drin. Jeder wichtige Brief, der wird immer irgendwie da vorne reingepackt. Und im Prinzip ist es so mein kleines Office. Extrem durcheinander, aber mein Office. Die North Face Tasche ist, das ist ein Essential, das brauche ich. Ich brauche diese Tasche, sie ist wichtig für mich. Aber die brauche ich eher, weil ich es einfach schön finde. Ich liebe sie über alles, ich finde sie ein bisschen komisch und ich finde sie wahnsinnig schön. Das ist, glaube ich, vielleicht das Accessoire, auf das ich am meisten jemals angesprochen wurde. Obwohl ich sie erst seit Mai habe. Also ja, ich habe ein paar Taschen, ich trage gerne Taschen und das hier ist meine Lieblingstasche. Mein nächstes Essential ist dieses Stück Holz. Es heißt Palo Santo, kommt aus Südamerika und riecht sehr gut, wenn man es anzündet. Man lässt es ein bisschen brennen, pustet es dann aus und dann riecht es sehr, sehr gut im ganzen Zimmer oder im ganzen Haus, wo auch immer. Und das ist so ein Essential von mir geworden, weil mein Mitbewohner der riesen Palo Santo Fan ist. Und dann roch es immer wieder bei uns zu Hause nach Palo Santo. Dann habe ich mal nachgefragt, was es denn eigentlich genau ist. Habe es ausprobiert und nehme es seitdem eigentlich überall hin mit, um Hotelzimmer so ein bisschen angenehmer riechen zu lassen und ein bisschen wegzukommen vom sterilen Geruch. Es ist auch so ein bisschen spiri, also wenn man dran glauben möchte, kann man damit bestimmt auch die bösen Geister vertreiben. Ich glaube, ich benutze es hauptsächlich für den Geruch, aber wenn man will, dann geht das auch. Dieses Essential ist vielleicht nicht ganz so emotional, aber definitiv ein Essential von mir, ein treuer Begleiter seit der Pubertät, würde ich sagen. Seitdem ich angefangen habe, Haarprodukte auszuprobieren, bin ich immer wieder zu dem zurück. Egal, was ich ausprobiert habe, ob es jetzt nur die Base ist und ich danach noch was anderes benutze. Aber die Strandmatte, die auch wohl einigen Leuten was sagt, das ist mein absolut essentielles Haarprodukt. Haare sind wichtig. Haare sind schon wichtig. Wie ist es in Fleabag? Hair is everything. Mein nächstes Essential ist keine Tabakdose, sondern sind meine Pin-Badges, meine Buttons. Damit habe ich angefangen, auch als ich nach London gezogen bin, weil ich es überall gesehen habe. Es kommt so ein bisschen aus der Mod-Bewegung, woraus dann später die Punk-Bewegung entstanden ist. Man sagt ja immer, Accessoires machen ein Outfit und ich habe jetzt hier auch wieder einen von Sonic Youth. Und ich finde es einfach wahnsinnig cool. Ich finde, es sieht wahnsinnig frech aus. Hauptsache, man sieht aus wie einer aus einer Band. Ich habe jetzt hier nicht alle meine Lieblingsbands drin, aber hier gibt es zum Beispiel die britische Band Dead Letter, Pink Floyd, den Blondie fand ich ganz witzig. Ja, sowas. Viele da drin haben auch die Bands drauf. Wie wichtig ist Musik für dich? Musik ist sehr wichtig für mich. Ich bin ein extremer Musikenthusiast. Ich liebe es, auf Konzerte zu gehen. Ich liebe es, neue Musik zu entdecken. Ich habe meine Zeit lang Playlisten sogar offiziell auf Spotify veröffentlicht. Und macht das extrem Spaß, so Playlisten zusammenzustellen. Ich stelle auch ständig für Freunde Playlisten zusammen. Und ich spiele auch gerne Musik auf Partys, was auch immer irgendwie. Ob es jetzt Disco, New Wave oder Elektro ist oder... Ich habe auch früher Schlagzeug gespielt, ganz lange. 10 Jahre. Ich habe Klavier gespielt. Ich habe sogar Geige gespielt. Für ein Jahr, weil mein großer Bruder auch Geige gespielt hat und ich dachte, dann muss ich das auch wohl auch machen. Wir hatten auch mal eine Band zusammen, so von meinem Alter 10 bis 14 oder sowas. Die hieß Dog Gone Queen, vor die Hunde gegangene Königin. Das ist der letzte Satz von dem Song Statesboro Blues, das ist so ein Blues-Klassiker. And I treat you like a dog gone queen. Genau, das fanden wir super cool, weil wir viel Blues gehört haben und eben so Jimi Hendrix und so 60s-Stuff, 70s-Stuff. Ja. Meine heiß geliebte Lederjacke. Ich dachte immer, ich wäre nicht der Typ für Lederjacken. Und dann habe ich die hier gefunden in einem Secondhand-Laden in Berlin und habe sie so angezogen und war so, ja, aber eigentlich ist ja die ja gar nicht so schlecht, oder? Und sie ist ein bisschen zu kurz an den Ärmeln, aber ansonsten passt sie perfekt. Und dann wurde sie innerhalb kürzester Zeit zu meinem allerliebsten Kleidungsstück, würde ich sagen. Und sie geht mit allem, sie geht mit einer Anzughose, sie geht mit einer Jeans, sie geht also mit einer dunklen Jeans, mit einer hellen Jeans. Sie geht mit einem T-Shirt runter, mit ganz viel drunter, damit ich sie auch im Winter tragen kann. Und so sieht sie aus.
Und, ah ja, jetzt sieht man auch die Marke. Und zwar von 1957. Mein Papa ist vielleicht mein Vorbild, was Lederjacken angeht. Der hat nämlich ganz viele so Leder-Motorradjacken früher getragen. Der sah einfach damals auf den Fotos arschcool damit aus. Jetzt trägt er nicht mehr so viele davon. Aber ich würde sagen, der war cool. Mein nächstes Essential sind meine Ringe. Ich habe jetzt nicht alle dabei, aber ich habe ganz lange Goldringe getragen und auch einen Goldohrring. Jetzt mittlerweile habe ich einen Silberohrring und Silberringe. Und diese beiden Ringe trage ich sehr, sehr gerne. Das hier ist ein Freundschaftsring und es ist eine Katze, aber ich sehe es mir als Fuchs, weil ich kann mich gut mit dem Fuchs identifizieren. Und das hier ist ein Ring, den mir mein Papa zum Geburtstag geschenkt hat. Da waren wir im Urlaub und bei einem kleinen Stand wurde der Hand gefertigt. Und genauso wie die Buttons und auch der Ohrring, glaube ich, dass Ringe ein Outfit einfach nochmal interessanter machen. Also, das war's mit meinen 10 Essentials. Vielen Dank an GQ für die Auszeichnung Man of the Year. Das ist wirklich sehr schön, ich freue mich sehr. Danke fürs Zuschauen und falls ihr mehr sehen wollt, könnt ihr GQ abonnieren und dann weiter mehr Videos dann gucken. Also da und da. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.